So Leute, willkommen zu Super Lucky's Tale, immer noch beim Bosskampf. Ich mache jetzt direkt den nächsten Part, weil ich will ihn jetzt besiegt sehen. Ich sehe das gerade nicht ein. Also ich werde jetzt mal nicht zwischendurch rendern, sondern ich werde nichts. Ich nehme diesen Part gleich in Folge auf, weil ich will diesen Boss eigentlich besiegt sehen. In der letzten Folge nervt er mich nämlich schon. Ich muss aber sagen, es ist ein recht, angemessen starker Endboss. Es ist kein übel schwerer, da habe ich schon wesentlich schlimmere gesehen. Als den. Aber gleich frisst du das. Ich verstehe es nach wie vor nicht, wie ich durch so eine blöde Biene sterben kann. Das ist mir immer noch ein Rätsel. Mich so dumm treffen lassen. So, das ist jetzt Phase 2, aber die interessiert mich weniger. Die dritte Phase ist die relevante. Die muss wirklich mal gelingen, ansonsten ihn ja nie besiegt. Und die ist eigentlich auch nicht anders als diese Phase. So, bam. Also auch irgendwie so, was er da macht mit seinen seinen Flechtenangriffen. Und vor diesen Laseraugen habe ich immer noch ein bisschen Respekt. So, jetzt kommt die nächste miese Phase. Nichts mit dem Feuer. So, und das muss jetzt gelingen, was jetzt kommt. Das muss jetzt echt gelingen. So, zack. Bande besiegt, Jinx aufgehalten und alle Bewohner des Buches gerettet. Ich bin so stolz auf dich. Lucky! Nira! Jede Geschichte braucht einen Helden. Manche werden zum Helden geboren, andere, tja, sind vielleicht einfach dein kleiner Bruder. Das ist zwar das Ende dieses Kapitels, doch ich glaube, seine Geschichte geht gerade erst los. Hey Lucky! Wollen wir dein nächstes Abenteuer nicht gemeinsam erleben? No Marsh und eventuell einen zweiten Teil irgendwann?
Wer weiß. Ja, wir haben es geschafft. Das war super Lucky Stale. Ja, es war ein sehr, sehr nices Jump'n'Run, muss ich sagen, beziehungsweise Plattform-Game. Hat mir Spaß gemacht, die ganzen Kleeblätter zu sammeln. Die Levels waren attraktiv aufgebaut. Gut, es hat sich verteilt hier und da ein bisschen wiederholt von der Schematik her, aber... Ja. Hat man gut umgesetzt. Es gab wirklich eine... Das war wirklich das Besondere am Spiel. Es gab eine Menge Anspielungen. Ape zum Beispiel, Mario, Spyro will ich auch erkannt haben, meine ich zu wissen. Mit den Kisten, mit den Münzen in den Kisten. Erinnert mich, muss ich sagen, an Ratchet & Clank. Weil da sind ja auch die Schräubchen in den Kisten drin. Ja. Musikalisch haben sie es auch gut getroffen. Steuerung war gut gewesen. Auch wenn ich mich teils bei den Bienen ein bisschen verschätzt habe vom Doppelsprung her, aber das ist eine andere Sache. Ja. Wie geht's denn weiter? Es ist ja quasi ein 100% Let's Play. Das bedeutet, vom Hauptplot sind wir jetzt quasi fertig. Jedoch sind wir noch nicht komplett fertig. Denn es gibt ja noch Orte zu besuchen, wie zum Beispiel Fuchshausen. Und vor allem, und das ist ganz wichtig, das DLC. Das wir noch besuchen müssen. Und die Sache, wie gehen wir jetzt damit vor? Ich kann euch sagen, wie wir damit vorgehen. Ich habe mir überlegt, dass es Bonusparts geben wird, in denen ich halt jetzt dieses DLC besuche, weil es fehlen noch Kleeblätter und die müssen ja irgendwo sein. Und laut den Trophäen, die ich habe, habe ich ja alle Kleeblätter an allen Orten besucht, die wir halt ja besucht haben. Oder Kleeblätter gefunden an den ganzen Orten. Ja, was mir nicht so ganz gefallen hat, ist, dass hier und da teils Glitches vorgekommen sind, die ein bisschen, ja, teils Missionen mir verbockt haben. Manches war zwar ganz funny, aber naja, zu den Güterprüfungen kommen wir, glaube ich, noch. Wir gehen mal gerade auf Fortfahren. Gehen dann quasi... Ja. Ich würde sagen, in Fuchshausen rein. Tatsächlich verfügbar möchte sie im Store wechseln, okay. Das geht anscheinend nicht, was auch immer, muss ich mich mal erkundigen, was das so genau ist. Ja, dann gehen wir mal rüber zur Chiemdingensinsel. Dann schauen wir doch schon mal rein. In das DLC. Schätzchen, vielleicht hast du mich in der Vergangenheit schon einmal bedient.
Da nutze ich diese Gelegenheit, solange du sie hast. Meine neueste Single ist zu den Maschinen und ganz öffentlich können alle nicht genug davon bekommen. Natürlich habe ich Tess gebeten, die Frequenz anzupassen, um die noch ein wenig mitreißender zu machen, da ich negative Reaktionen einfach nicht ertragen kann. Oh, das hätte ich fast vergessen. Ich feiere nach einer Party, meinst du, du könntest dich so weit wie möglich davon fernhalten? Wir wollen doch nicht, dass die Leute vor wilden Tieren fürchten müssen. Tschüssi. Ich hab's irgendwo geahnt, dass wir sie jetzt hier treffen würden. Auf dieser Insel. Alles klar. Die sind total besudelt von hier. Ist das dann eine Party, wenn sich die Nachbarn über den Lärmpegel beschweren? Okay. Talentfrei wäre quasi das erste Level. Was wir uns denn hier vornehmen? Im DLC. Wo ich auch, würde ich mal stark vermute, die restlichen Glückskleeblätter finde. Du liebe Zeit. Die zappelnden Zander glauben, sie könnten das Publikum streitig machen. Wie drollig, wie absurd. Ich brauche keine Vorwand, Schätzchen. Aber selbst wenn, würde ich die mal mit ein paar nassen Socken werfen, anstatt diese Flachpfeifen auf die Bühne zu stellen. Wenn ein Wurm singt und ihn niemand hören kann, singt er dann überhaupt? Sieht so aus, als würden wir es herausfinden. Tschüssi. Bitte hilf uns, eigentlich sollten Stammfutsch und Söhne auftreten, aber stattdessen hat Lady Anne ihre Musik aufgedreht. Ihre neueste Single ist so mitreißend, dass wir nicht aufhören können zu tanzen. Kannst du herausfinden, wie du diese Dinge ausschalten kannst, wie das Konzert stattfinden kann? Ja, wenn schon mal diese Boxen kaputt. Sieht das schon mal sehr interessant aus von der ersten Stage her, vom DLC. Ich bin gespannt, was da noch kommt. Und davon einfach schon mal. Das geheime Kleeblatt. Das war klar, wenn das passieren wird. Das war so klar. Okay, dann machen wir halt nochmals.
vorhin. Noch mal den Kram machen. Weil wir das ja vorhin schon machen durften. Es sind einfach diese Zeitdrucksachen. Ich hab damit gerne mal so meine Probleme. Zeitdrucksachen. Und ich denke mal, das merkt man auch. Das kann man in anderen Spielen auch ganz gut sehen. Na wunderbar. Okay, das respawnt wieder. So. Noch mehr von diesen Boxen. Ich erinnere mich nicht, diese Tanzschritte gelernt zu haben. Wird auch beherrsche ich sie. Ich bin zu alt, um mich zu bewegen. Bitte, bitte mach, dass es aufhört. Auch erledigt. Zwei weitere. Oh, das hängt sich. Das hängt sich ab. Okay. Boden. Ich frage mich langsam, warum immer wieder? Immer wieder bei den Bienen. Ich verstehe es nicht.
Das hat er. Wozu immer nur von Katzen gut sein sollen? Spielvergnügungspark. Okay. Lucky, hilf mir, dem Tanzen aufzuhören. Ich habe heute Abend eine Verabredung. Ist das eine Donkey Kong Hommage? Das ist sowas von eine Donkey Kong Hommage. Ist das geil. Ist das geil, die haben echt eine Donkey Kong Hommage eingebaut. Ach, verdammt. Das finde ich immer gut an Spielen, wenn sie so einen Krimskrams einbauen mit Anspielungen. Okay, das war jetzt ein bisschen fies, was er gerade gemacht hat. Und tschüss. Hat mir den Klempner, wo die Zahlen frei bezwungen. Achso, okay.